Hier Klaus Dräger. Schönen guten Tag. Ja, 2008 haben wir sehr intensiv über die Neuausrichtung des Konzerts nachgedacht. Wir haben uns eine neue Strategie gegeben und im Rahmen dieser neuen Strategie haben wir sehr klar gesagt, Kundenorientierung muss deutlich stärker noch im Mittelpunkt stehen. Und daran haben wir gesagt, wollen wir natürlich auch unser Motorsport-Engagement ausrichten. Und ich glaube, nichts kann besser kundennahen Motorsport zeigen als die DTM. Und insofern freue ich mich natürlich. Motorsport und BMW ist eins und ich muss auch sagen, Motorsport, das ist Faszination, das ist Leidenschaft und jeder, der am Nürburgring dabei war, weiß, wie es da im Prinzip hergeht, welche Begeisterung drinsteckt. Motorsport ist aber auch Lernen für die Serie. Motor Racing is also learning for the series production, BMW. Ja, es gibt Kunden, die wollen natürlich nicht auf die Sportlichkeit verzichten. Sie wollen aber eine hohe Alltagstauglichkeit. Und ich denke, für die haben wir auch etwas ganz Tolles im Angebot. Let's have a look at that. Mit dem M135i wollen wir eigentlich ein ganz klares Zeichen setzen in Richtung Ausbau unserer M-Performance-Automobile. Auf der anderen Seite wollen wir hier natürlich auch zeigen, dass wir die M-Performance-Automobile auch in Richtung neben Diesel, auch in Richtung Benziner hier nochmal ausbauen wollen. Und auf der anderen Seite können Sie hier einen ersten Eindruck gewinnen über den neuen 1er mit 3 Türer. Die M-Performance-Fahrzeuge nutzen nun auf der einen Seite das Rennsport-Know-how der M GmbH und verbinden das mit einer extrem guten und hohen Alltagstauglichkeit. Erfüllen Sie die geballte BMW DTM Power, meine Damen und Herren. Ja, es fährt sich sehr gut. Also mein erster Test war ich sehr beeindruckt, direkt von Anfang an. Macht sehr viel Spaß, ein DTM-Auto macht mega Spaß. Und wir haben uns sehr gut gesteigert von den ersten Tests bis jetzt. Alle sind bei uns sehr, sehr motiviert im Team. Wir geben wirklich alles, dass wir so schnell wie möglich ganz nach vorne sind. Na gut, ein paar Details, also vom Reglement her wird er so um die 1100 Kilo wiegen dann, wenn wir in die Rennen gehen. Wir haben so ca. 480 PS an Motorleistung, 300 km/h je nach Strecke, ist natürlich unterschiedliche Aero-Setups und 0 auf 100 so in knapp 3 Sekunden sollte auch hinkriegen. BMW und Motorsport, das ist etwas, was eng zusammengehört. In den 30er und 40er Jahren, der 328er, später der 2000er, dann der 3 Liter CSL, dann die M3 DTM in den späten 80er und frühen 90er Jahren. All das ist BMW und Motorsport. Ich denke, wir haben ein ganz hochmotiviertes Team. Wir haben die Vorbereitungsarbeiten hervorragend, denke ich, abgeschlossen. Jetzt gilt es zu fahren und jetzt gilt es natürlich auch einen Rückstand gegenüber der Konkurrenz, die schon Jahre dabei ist, aufzuholen. Aber ich denke, wir sind mit einem hochmotivierten Team sehr gut unterwegs. BMW and Motorsports, that's something that is really intellect. If you look into the past, into the late 30s and early 40s, it was the famous 328. Later on, it was the 2000 BMW and then the 3 liter CSL. So BMW and Motorsports, that's a long history. I'm really looking forward for the first race on the 29th of April. Of course, we have a highly motivated team, but we must not forget that others are already for years in that series and we have to become competitive again. But nevertheless, I'm looking very much forward. Sind die letzten Wochen jetzt noch vor der Saison? Und da geht es natürlich an den Feinschliff, hauptsächlich im operativen Bereich. Da konzentrieren wir uns im Moment drauf. Und nachdem letzte Woche mit dem Homologationstermin am 1. März die Fahrzeugentwicklung grundsätzlich abgeschlossen ist, können wir uns jetzt auch wirklich da mit voller Kraft drauflegen und in Zusammenarbeit mit den Teams und unseren Leuten Strategie und alles jetzt entwickeln.
Well, I would say we are looking back really on a very intense time in the preparation. The team, everybody involved, really had to work quite hard. But at the same time, I think we've reached all our goals that we've set to ourselves for the development program that we wanted to achieve. Last week, with a homologation date on 1st of March, we've reached another milestone in car development. And now concentration really for the preparation of the first race, 29th of April, is definitely more on the operational side, getting all the processes in place, strategy, working with the teams and the drivers, and getting refinement into the whole system so that we are well prepared for our first race in DTM back in 2012. Ja, ich habe mir direkt von Anfang an sehr wohl gefühlt, wo ich angekommen bin, direkt beim ersten Test. Mit allen Leuten habe ich mir sehr wohl gefühlt. War viele Leute kennenzulernen, aber ich habe mir sehr willkommen gefühlt und der Anfang hat sehr viel Spaß gemacht, weil der erste Test war ich sehr aufgeregt, das erste Mal eine neue DTM M3 zu fahren. Und das war für mich wie ein bisschen bei Weihnachten, wie was ganz Neues und was ganz Frisches. Und macht sehr viel Spaß. Also ich fühle mich sehr wohl und bin auch sehr stolz, BMW zu repräsentieren und freue mich unglaublich viel auf der Zukunft. Ja, das Auto eigentlich ist wirklich der beste Tourenwagen-Serie, das beste Tourenwagen-Auto der Welt. Hat Carbonbremse, ist auch viel Abtrieb auf dem Auto. In der Kurven oder auf die Bremse kann man bis dreimal unser Körper gewischt haben, wegen die Kräfte, die G-Kräfte. Und dann von 0 auf 100 beschleunigt das Auto ungefähr 3 Sekunden. V8-Motor, 485 PS. Die Autos sind wirklich gut und machen viel Krach und sehen auch sehr gut aus. I felt definitely very welcomed. It was at the beginning very special for me to meet all the new people there. There was a lot of people at the first test, but I was very, very excited to get to know everybody. And the first time I jumped in the new DTM M3, I was definitely very excited, like a kid, like it was Christmas for me. You know, you sit in a new car, you try to start developing a new car. I was very nervous and very excited, but positive nervous. So. It was a great feeling, a lot of adrenaline, and you know, to be part of a new project with a great manufacturer like BMW, developed the car right from the beginning is so much fun, and I'm very motivated for that, and the whole team is also very motivated, and you know, they work so hard all the time in Munich, and other teams also, everybody's working very hard to get the car well set it as quick as we can, but because we don't have that many tests, it's not an easy challenge, but we gave everything we have to be up front as soon as possible. Yes, this is for me definitely the best touring car series, the best touring car in the world. We have a lot of downforce, we have carbon brakes, the car is pretty light, it weighs 1,100 kilos. It does from 0 to 100 about 3 seconds, maybe can go under 3 seconds sometimes with a good start. So we have a V8 engine from 4 liter, 485 horsepower. So it's a very powerful car, a loud car. In the corners and in braking we can get until 3 g's, which is 3 times our body weight, which is quite a lot. So it's a lot of performance in this car. You have to be very well fit to drive this car, and it's a lot of fun to drive the car.